Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Caro the Kangaroo Round 2. Ich muss gleich vorneweg sagen, dass ich diese Aufnahmesession bzw. ja, diesen Spielstand nochmal wiederhole, denn mir ist ein kleiner, aber feiner Fauxpas passiert und ich habe beim letzten Mal leider, ja wirklich leider vergessen, bei der Aufnahme mein Mikrofon wieder einzuschalten, wodurch ich in einer 20-Minuten-Aufnahme ein permanent stummes Mikrofon hatte. Was natürlich für kommentierte Walkthroughs, aka Let's Play, die ich nun mal betreibe und die ihr gerade guckt, relativ unvorteilhaft sein kann. Naja, wie dem auch sei, wir machen trotzdem ungestört weiter. Leider kenne ich das jetzt alles schon. Ich werde auch nur so weit spielen, wie ich das letzte Mal gekommen war. Und wir werden gleich eine sehr interessante Konversation mit diesem Freund hier, ja, führen. Denn er ist nicht sehr lebensecht, aber ihr werdet schon selbst sehen, was ich meine. Hallo! Oh, Kao, mein treuer Freund! Yo! Kao, weißt du, ich habe gehört, dass du Geldprobleme hast. Mein Problem ist, dass ich viele Geldstücke finden muss für den miesen Bossman. Komm, ich helfe dir. Geil! Ein Handlanger des Jägers hat auf meiner Insel einen riesigen Schatz versteckt. Der Weg dahin ist nicht einfach, denn es gibt viele Fallen. Du musst dich beeilen, um vor den Piraten dort zu sein. Oh, wow. Spring auf meinen Rücken und los geht's in die Tropen. Spring auf meinen Rücken und los geht's in die Tropen. Bist du sicher? Ja, los. So, auf zur Insel. Wir drücken jetzt auf Bestätigen. Ja, das war eine sehr lebensechte Konversation, ich muss schon sagen. Die ist echt nicht zu überbieten. Hier übrigens ein sinnloses Feature, was ich trotzdem, dass ich dieses Spielding hier gerade kenne, tatsächlich nicht verstehe. Aber ist mir jetzt auch Latte. Denn wenn wir hier nach vorne gehen, dann wacht er auf einmal auf. Hallo! Wir werden zurückgesetzt und wir müssen jetzt etwas sehr Bizarres machen. Du hast es also bis auf unsere Insel geschafft. Steig auf, ich werde dich tragen. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor ihm, egal. Fertig, los. Das ist übrigens kein Rennen. So, wir können jetzt mit ihm hier, können wir größere Abgründe umgehen, wenn man es dann drauf hat. Denn ich habe bei der letzten Aufnahme ungefähr 5 Minuten gebraucht für allein diesen Sprung hier. Denn es ist teilweise sehr, sehr unfair, was man hier machen muss, um voranzukommen, wie ihr seht. Selbst trotz der Tatsache, dass ich das kenne, gestaltet sich das ein bisschen kompliziert. Naja. Es liegt daran, dass er sehr schwammig fliegt, aber ja, es war auch verkackt, egal. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden in diese Mechanik, weil das ist dann doch etwas schwieriger, als man glauben möchte. Naja, wie dem auch sei. Ich habe bei der letzten Aufnahmesession... setze ich jetzt einfach im Hintergrund, während ich spiele. Ich meine, das wird jetzt hier nichts sonderlich Spannendes werden, wenn wir immer versuchen, diesen Sprung zu schaffen. Los! Na? Ich glaube, diesmal könnte ich es schaffen. Jawohl! So, wir können das hier alles so kaputt machen. Ich habe das letzte Mal erzählt. Ich muss ja sagen, euch werte Kao-Zuschauer respektiere ich noch mehr als die anderen Zuschauer von mir. Einfach deswegen, weil ihr das Projekt guckt, was am meisten bei mir gesehen wird. Und das verdient aus meinem Sinne doch sehr, sehr viel Respekt. Und die bekommt ihr auch hier. Ihr bekommt die heilige Mr. Möhr-Auszeichnung für treue Fans. Die könnt ihr euch dann ausdrucken und ins Zimmer kleben oder so. Auf jeden Fall bekommt ihr nicht nur das, sondern auch ein paar Informationen. Und zwar ab dem 1.1., wie ihr alle schon wisst, die ihr Kao ja guckt, würden 2 neue Projekte kommen. Und die wären, sagen wir mal, das erste... Ups. Oh. Übrigens noch eine Kleinigkeit, ohne den Satz jetzt großartig unterbrechen zu wollen. Man muss den ganzen Kuckelos nochmal machen, weil hier kein Safe Spot ist. Super! Vor allen Dingen diesen geilen Sprung hier immer. Ja, auf jeden Fall... Auf jeden Fall wird das erste Projekt sein, was am 1.1. zusätzlich kommt. Beide Projekte, die ich übrigens jetzt nenne, laufen parallel zu Gothic 3, das ich immer noch nicht vergessen habe. Nur im Moment nicht hochlade, weil ich keine Zeit dafür habe. Da ich Hitman und Kao ja noch beenden möchte, bis zum Anfang des nächsten Jahres. Wenn wir da alle noch leben, aber Mr. Möhr, der Maya-Kalender. Na komm, ich hasse dich. Fakt ist auf jeden Fall, das ist der erste Titel jetzt endlich, um den Satz abzuschließen, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban sein wird. Nachdem ich ja die anderen zwei Teile, die ersten zwei Teile mit Bravour hinter mich gebracht habe, dachte ich mir, dann nehme ich auch mal den dritten. Ich habe auch ungefähr bestimmt über 100 Nachrichten von euch bekommen, dass ich das doch bitte mal weitermachen sollte.
Doch kann ich nicht nein sagen, vor allen Dingen, weil ich Bock drauf habe. Gefährlich wird's nur, weil ich den dritten Teil absolut nicht kenne. Und da ja Harry Potter anfängt, ernsthaft sein zu wollen. So, oh, ich bin Harry Potter, ich werde jetzt Teenager, ich bin in der Pubertät. Ja, nee, ist klar, ey. Also, kann ich ja nur sagen, das ist mir schon immer bei Harry Potter sauer aufgestoßen. Ist aber egal, da müssen wir anscheinend durch, wenn wir dann auch dieses Let's Play machen wollen. Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und der zweite Titel, der ja etwas schwerer zu erraten war, das war ja jetzt wirklich kein Mysterium für all die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen. Das wird geil! Ich werde es euch nicht verraten. Cliffhanger! Aber ich werde euch ein paar Tipps geben. Und zwar handelt es sich dabei um ein Horrorspiel, ein etwas älteres Horrorspiel mit einer 2 im Namen und von einer renommierten Horrorspielserie. Es ist eines der Spiele, die ich in der Kindheit sehr, sehr gerne gespielt hatte und immer verzweifelt bin, weil das ein verficktes Arschlochspiel ist. Aber das Leben ist nun mal hart und wir werden es trotzdem probieren. So, ich darf den ganzen Kugel los nochmal machen, ist das nicht super? Ich hasse es, allein weil der Sprung da hinten nochmal genauso schwer ist wie der hier. Und ziemlich willkürlich, die wirken auch wirklich nicht so, als müsste man da irgendwie großartig viel Taktik benutzen, sondern Glück haben. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall könnt ihr euch auf die zwei Sachen freuen und dann noch auf Gothic 3, was ich euch dann auch empfehlen kann. Falls ihr das nicht guckt, solltet ihr euch nochmal die alten Folgen alle angucken und vielleicht ab dem Neujahr einsteigen. Wäre so eine kleine Empfehlung von mir. Würde mir natürlich auch gefallen, denn ihr seid ja die Geilsten, die das tut dann. Ich finde übrigens auch seine Laufanimation sehr geil. Ich dreh durch, ich dreh durch, ich bin der Durchdreh-Pelikan. Mit Kao. Kao könnte einfach viel höher springen als dieses hässliche Kackvieh. Aber naja, wie man halt will, ne? So, das war der gute Fall, den ich meine. Da ist wieder alles, da stimmt alles bei diesem Spiel. Ich muss ja sagen, das sind immer sehr schöne Einlagen so für zwischendurch. Ich meine, gerade das hier ist jetzt wirklich witzig. Also in der Grundidee hat das echt Stil. Vor allen Dingen mag ich diese Dschungelatmosphäre, aber in der Praxis, passiert dann genau das hier und das ist echt frustrierend und unnötig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dazwischen keine Safe Spots sind. Zumindest zu dem ersten und dem letzten Sprung könnten wirklich Safe Spots sein. Ich meine, die würden halt absolut nicht die Spannung rausnehmen. Aber es ist witzig, muss man dem Spiel ja immer lassen, dass es so komische kleine random Zwischenmomente hat, die einem echt Spaß machen. Muss ich ja mal sagen. Und die Musik ist schön. Yeah, yeah! Sollte Reggae-Musik machen, wie Snoop Dogg, ne? Der heißt ja jetzt Snoop Lion. Er ist ja jetzt von seinem ganzen Gras, was er konsumiert hat, ist er jetzt richtig spirituell geworden. Wenn das so gehen würde, ey, dann würde ich mir auch die ganze Zeit, also wenn ich mit so viel Drogenkonsum auch so berühmt werde wie Snoop Lion, das ist ja nicht nur Snoop Dogg, sondern Snoop Lion, dann würde ich das eventuell auch voll, ne? In Erwägung ziehen oder so. Yeah, yeah, ich bin Snoop Lion. Er hat auch übrigens sein Ask Me Anything auf Reddit gemacht, der guten alten Reddit-Seite, wo er einfach mal die auf die Frage, wie viele er am Tag kifft, beantwortet, antwortete 21 pure Joints. Ja, Heidewitzka, das ist doch eine Menge. Naja, was auch immer. Wir sollten hier weniger über Drogenkonsum von verrückten Rappern reden, sondern vielleicht uns ein bisschen auf das Spiel konzentrieren. Aber da gibt es leider nicht so viel zu erzählen, denn das Spiel bleibt jetzt gerade im Kern immer noch K.O. Ein schönes Spiel mit lustigen Ideen, die alle schlecht umgesetzt wurden. So, darauf können wir uns einigen. Und dieser Sprung ist einfach... Ah, da kommt mir echt die Galle hoch. Komm mit der Mocke hoch, komm mit da. Der Sprung ist übrigens auch nicht wirklich besser, aber mit ein bisschen Übung geht er halbwegs leicht von der Hand. Und das alles nur, weil ich diese Aufnahme nochmal machen wollte, um euch auch den fehlenden Teil, den ihr dann hättet nicht sehen können, nicht zu enthalten. Ist das nicht schön? Mr. Mörder Samariter, nee, am Arsch, ey. Ich kann mir doch auch selbst sowas nicht antun, so ein halbgares Projekt dann abliefern, das will ich doch auch nicht. Nee. Auch wenn ich gerade echt Lust drauf hätte, weil dieses verkackte Scheiß, ich nenne es einfach mal Minispiel, ist halt echt unter aller Sau. Haben wir es? Nein. Wir stehen zwar schon mit einem Fuß drauf, aber wir haben es nicht. Nein. Übrigens habe ich beim letzten Mal nicht so lange gebraucht, aber was soll's. Ist halt, da muss man halt durch. Dafür werde ich dann wahrscheinlich eine extra lange Folge machen, wenn das so weiterläuft. Dann, könnt ihr dann einfach auch vorspulen, wobei ich es euch nicht empfehlen würde. Weil dann verpasst ihr Dinge, die ich sage und das ist ja, ach, was weiß ich. Kann's verstehen, wenn ihr vorspult. Das sollte aber jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Irgendwann werde ich ja vielleicht halbwegs diesen Sprung drauf haben, wobei ich echt keine Ahnung habe, was man da im... Das verstehe ich halt nicht. Warum sagt mir das Spiel nicht wirklich, was ich da falsch mache bei dem Sprung? Weil eigentlich, so von der Technik, gibt es da nicht viel, was ich falsch mache halt. 1, 2, 3, 4, 5.
Ich muss höher sein, also muss ich früher schlagen eigentlich. Aber dann, wenn ich früher schlagen sollte, dann habe ich nicht genug Schwung. Das ist halt so, man nennt sowas unzureichendes Feedback eines Spiels. Wenn das Spiel einem nicht das Gefühl gibt, ob man, wenn man etwas falsch oder etwas richtig macht, wodurch der Lernprozess einfach des Spielers nicht gerade unterstützt wird, sogar eher zurückgetrieben wird, weil du im Prinzip dazu verleitet wirst, einfach Try and Error zu machen und das permanent. Mit anderen Worten, man muss halt tausendmal sterben, so wie ich es mache, um halbwegs irgendwie hier diese kleine Nuance, die uns noch fehlt, unter Kontrolle zu kriegen. Und ich weiß, bla bla, du bist so schlecht, aber manchmal, ne, kann ich nur sagen, nein. Haltet eure Klappe, dämliche Faggots. Okay, das war eine Anspielung an Lance Butters. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal so dreist, wie ich bin. Keine Ahnung, was ich so dreist, wie ich bin, machen werde. Ich tendiere dazu einfach, wenn ich das nächste Mal beim Sprung faile, einfach mal eben schnell die Aufnahme zu beenden und dann mal zu schauen. Nein, ich glaube, ich werde einfach direkt Aufnahme dann cutten und euch einfach wieder reinschalten, wenn wir denn endlich diesen dreckigen Abschnitt hinter uns haben, der absolut und überhaupt nicht geil ist, sondern yay. Spannend. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir sehen uns gleich. Oh mein Gott, ich bin so blöd, ne? Ich habe einen massiven Fehler gemacht. Der Sprung ist halt super easy. Passt auf, Achtung. Habt ihr das gesehen? Man muss einfach nur panisch die Tasten drücken. Man muss nicht irgendwie mit Schwung arbeiten, so wie ich es gemacht habe. Nein, man muss einfach panisch Tasten drücken. Super Spiel, danke, dass du mir das so geil erklärt hast. Wow, jetzt ist der Sprung natürlich easy going und alle, die es mir geschrieben haben, regt euch ab, ich habe es jetzt auch rausbekommen. Nein, es ist trotzdem nicht easy going. Ich hasse dich, Spiel. Gut, jetzt machen wir das einfach nochmal einmal komplett mit diesen, mit dieser Flugtechnik und Holderö oder so. Goyö, jetzt funktioniert das alles wie im Flug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, alles witzig. Guck mal hier, man kann sogar derbe abkürzen für Speedruns, falls ihr mal Interesse habt, einen Speedrun zu machen. Wow, das war echt knapp. Hätte ich jetzt verkackt, hätte ich irgendwie, glaube ich, mein Headset gegen die Wand geworfen. Dann wäre mein zweites Headset auch noch kaputt. Ach, wäre das ein Traum gewesen. Bitte nicht, liebe Headset-Götter. Headsets sind ja so eine Sache für sich, ey. Die Dinger sind echt, also eine Qual. Wow, wir haben es geschafft. Bimmelingeling und endlich ist der Kokolores vorbei. Wow, das war ganz schön knapp. Die eine Münze, da scheiße ich jetzt echt sowas von drauf, ne? Das ist mir jetzt... So viel Aufwand für eine Münze, das ist auf jeden Fall nicht wert. Aber wir können uns hier den geheimen Stern mitnehmen. Ha! Gut, dass ich mich noch daran erinnert habe. Den habe ich nämlich in der letzten Aufnahme übersehen, leider. Macht ja nichts. Wow. Da oben war noch was. Oh ne, das war so ein Holzfall. Neugier in Chaos, keine gute Sache. Außer, dass wir die Münze jetzt bekommen haben. Hey! Expertentechnik. Wie viele Münzen brauchen wir eigentlich nochmal, um den komischen Typen zu bezahlen? Ich glaube 3000 kann das sein. Ja, wir sind auf jeden Fall bei 2500 fast. Komische Sache. Ich bin mal gespannt, wie viel wir da brauchen. Ich vergesse es jedes Mal. Meine Güte, ist auch nicht so wichtig. Man kann eh... Ich weiß gar nicht. Kann man genug Münzen sammeln, bevor man in der Haupthandlung soweit ist, um den Typen zu bezahlen und dann quasi einfach irgendwas überspringen, indem man perfekt die Münzen einsammelt? Ich glaube nicht. Das würde zumindest absolut keinen Sinn geben aus Perspektive der Entwickler. Das wäre... ziemlich schwachsinnig. So, und Kao hat mich jetzt übrigens hier fallen lassen. Unser Freund der Pinguin, der uns übrigens einfach so Freund genannt hat. Es ist ein Pelikan, sorry, ich weiß. Damit wir kämpfen können. Natürlich, im Ernstfall fliegt er einfach weg, weil ist ihm dann scheißegal. So, ab hier geht das übrigens deutlich sorgenfreier. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir werden nicht so oft sterben und nicht so oft brauchen. Das ist alles ganz easy und unverträglich. Und zwar, und jetzt rennen wir einfach mal wie so ein begaster Affe oder eben wahlweise ein Känguru drüber, hüpfen im richtigen Moment, um den Schwung nicht zu verlieren. Na gut, tun wir sowieso, aber um ein bisschen im Flow zu bleiben, ne, wie so ein Rapper. Rapper, yeah, this is wie ich rap. Und zack, dann nehmen wir das hier noch gerade mit und ja, ich weiß, dass da gerade ein Typ auf mich zukämpft, ein Pirat. Hui, Piraten sind Schweine, ich bring dich um. Oh, meine Güte. Jetzt wehr dich doch nicht, meine Güte. Hör auf, dich zu wehren. Ey, komm her, du. Jetzt gebe ich dir links, rechts, Schelle und zack, 30er-Kombination. Und da gibt es noch 3 Sterne. Schön, dass ich die auch noch mitgenommen habe. Dann kann ich ja auch guten Gewissens endlich hier weitergehen. So, die Fliegermütze, die gute Bienenmütze, die nehmen wir doch direkt einfach mal mit. Und ab dafür.
Gefühl auf diese Plattform. Wuhu, das war knapp. Ich hatte das Gefühl, ich konnte noch länger fliegen. Hätte ich das getan, wäre ich aber schön in den Abgrund gestürzt. Das wäre auch nicht sehr charmant gewesen. Naja. Hui. Dann nehmen wir die Glocke mit. Glocke mit. Nehmen einen Linksturn. Über die Bienentreppenblätter. Da hinten ist übrigens nichts drin. Da gehe ich jetzt auch nicht hin, weil da passiert einfach nichts. Das lohnt sich dann auch wieder nur sehr spärlich. Wow, direkt in seinen Kollenhieb reingeworfen. Jetzt, ey. Zack, pack, pack. Ruhe. Danke für den Stern, 146. Wir dürften bald unser Upgrade endlich haben. Ich habe in der Aufnahmesession, die ihr nicht gesehen habt, übrigens nicht das Upgrade gehabt. Das heißt, ich kann euch nicht sagen, wie das Upgrade aussieht. Oh, wie ich hier durchrushe. So, hier haben wir auf jeden Fall wieder diese lustige, wunderschöne, easygoing Wurfeinlage, weil ich nicht zielen muss. Also, beziehungsweise ich muss nicht auf die einzelnen Ballons zielen. Ich kann lediglich einfach da drauf zielen. Ja, nee, schon. Also, ich muss schon die Ballons treffen. So ungefähr, aber er trifft auf jeden Fall immer den richtigen Ballon. Beziehungsweise die richtigen Ballons zerplatzen. Aber ist mir auch Latte, weil so funktioniert das halt wie im Flug. Und das ist genau das, was ich haben möchte. So, wir müssen jetzt eigentlich da lang, aber gab es hier nicht noch irgendwo was, wo ich drauf springen konnte? Genau da. Da kann ich nämlich noch drauf springen hier und mir, na, ich will nicht sagen Secrets holen, aber zumindest weitere Sachen hier. Zum Beispiel die wunderschönen Sternchen, die nehme ich doch gerade mal mit. Und dann können wir wieder runtergehen und glaubt mir Leute, es dauert halt echt keine Sekunde, bis wir wieder oben sind. Weshalb das Ganze hier absolut kein Problem darstellt. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal und, na, fünfmal. So, jetzt könnt ihr bis fünf zählen, ist das nicht wunderschön? Das kriegt ihr auch nur bei Mr. Murd zu geboten, ne? Was diese Plattform da übrigens bringt, keine Ahnung. Man kann davon nicht wirklich woanders hin, weshalb ich die ziemlich schwachsinnig finde. Naja, Level-Design ist halt eine schwere Sache. Zack, so, wir nehmen uns hier jetzt unsere Freunde, die Boomerangs. Und ab ins Fässchen, denn jetzt machen wir wieder einen auf Indiana Jones. Wie auch so oft in diesem Spiel schon. Ist aber ganz cool, ich mag solche Einlagen ja sehr. Ich finde das immer, ja, kreativ. Ja, ich kann kreativ sagen eigentlich. Es ist schon relativ kreativ. Und bringt halt auch ein bisschen Abwechslung in sonst sehr, sehr eintönige Jump'n'Run-Genre. Deswegen gefällt mir das immer sehr gut, wenn es auch so einfach und entspannt ist wie hier. Das, vorhin das Fliegen, das muss man ja auch einmal erklären oder ein bisschen Feedback geben, wie man das richtig zu machen hat. So, da war ein Totenkopf. Und das ist auch auf jeden Fall richtig, denn hier steigt jetzt einfach mal konsistent die Lava nach oben. Und das ist etwas, ich weiß nicht, also wenn mir die Lava unter den Füßen immer weiter steigen würde, dann fände ich das auch jetzt nicht so geil. Verständlicherweise, glaube ich. Ich glaube, da könnt ihr mitfühlen. Und die steigt auch noch relativ rapide. Übrigens, bitte keine Fragen, wieso hier jetzt auf einmal Lava ist im Dschungel. Ich habe auch keine Ahnung, falls es jemandem hilft, das zu wissen. Es gibt auch einfach keinen Sinn. So, hier sinnlose Einlage. Wir müssen jetzt wieder mit unserem Freund, dem komischen Pelikan, durch die Gegend. Und er ist halt irgendwie nicht wirklich zu gebrauchen, muss man einfach mal sagen, weil er verschwindet auch gleich wieder und war jetzt auch nicht so derartig nützlich hier. Guck, da verschwindet er wieder und sein Zweck ist halt einfach nicht vorhanden gewesen. Das hier wird jetzt wieder ein bisschen interessant. Ich habe das Gefühl, die Spieleentwickler haben übrigens wie im Eislevel sehr großen Gefallen daran, Dinge einem unter dem Boot, unter den Füßen wegzureißen. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht sonderlich gut, aber ja. Ich habe ja nicht viel andere Wahl. So, ab auf den Pilz. Und hier sind wir übrigens auch noch nicht sicher, wie man jetzt gerade sieht. Das war sehr gemein. Das hätte mich beinahe das Leben gekostet. Das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Ja, ihr vielleicht schon, weil... Mr. Murd regt mich auf. Aber ich auf jeden Fall nicht. So, mein Freund, wie nenne ich ihn einfach? Ich nenne ihn, glaube ich, einfach Patchy. Patchy, den unnützen Pelikan. Weil er noch nicht mal einen Namen hat. Aber er ist Patchy der Pirate. Patchy der Pelikan. Ich gucke zu viel SpongeBob, by the way. War zwar kein Pelikan, aber ihr wisst, was ich meine. So, haben wir es gleich. Ich glaube schon, so lange kann das gar nicht mehr dauern. Ah, ich glaube, dadurch, dass ich so viel Zeit verloren habe bei dem blöden Springen, kann es echt sein, dass ich trotzdem genauso viel Zeit für dieses Level gebraucht habe wie vorher, nämlich 21 Minuten. Egal, wir reiten auf unserem Freund weg. Wir haben eine Münze verpasst und drei Sterne. Egal, mir halt jetzt echt einfach mal egal. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen und bleibt schön geil. Bis dann.